Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Bei mir auf dem Kanal Richtige Wahl seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Heute stelle ich euch die 7 besten Crosstrainer für zu Hause vor und wie ihr es von mir gewohnt seid, erläutere ich euch immer die Vor- und Nachteile der einzelnen Crosstrainer, also seid gespannt. Jeder Crosstrainer ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert doch auch gerne die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. Für viele Leute ist der Crosstrainer das Cardio-Gerät schlechthin, denn es ist gelenkschonend und trotzdem geht es auf die Puste. Es ist auch eine Überlegung wert, sich einen Crosstrainer für zu Hause anzuschaffen. Doch ansonsten kommt es dabei an, und welche Crosstrainer gibt es überhaupt? Hier findet ihr die besten Crosstrainer für zu Hause. Unser erster Crosstrainer ist der von Herolob. Schon optisch sieht der Crosstrainer sehr hochwertig aus und damit bestätigt sich auch bei der Benutzung. Er ist eine hervorragende Alternative, da mit diesem Crosstrainer bzw. mit Crosstrainern insgesamt ein sehr gelenkschonendes Cardiotraining mit geringer Belastung absolviert werden kann. Den Mittelpunkt bildet das LCD-Display. Es arbeitet sehr präzise und zeigt den Fortschritt an. Dazu zählen die Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch und natürlich die Zeit. Außerdem kann man aber auch den Puls überwachen und die Drehzahl anzeigen. Gleichzeitig ist das Display mit einer App kompatibel. So kann man die Trainingsdetails bzw. Fortschritte auch hervorragend über die App einsehen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen 10 verschiedenen magnetischen Widerstandseinstellungen zu wählen. So eignet sich der Herolob Crosstrainer sowohl für Erfahrene als auch für Anfänger. Praktischerweise sind die Griffe auch mit einer weichen, schweißresistenten Oberfläche versehen. Das hochwertige Schwungrad garantiert ein nahezu geräuschloses Training. Verbaut sind außerdem Transporträder. So kann der Crosstrainer auch problemlos bewegt werden. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Sportstech CX608 Crosstrainer. Hierbei handelt es sich um einen kompatiblen Crosstrainer, der viele smarte Funktionen hat. So gibt es beispielsweise eine App-kompatible Konsole, die so bequem angesteuert werden kann. Auch eine Tablet-Halterung, um während des Trainings Filme zu schauen, ist angebracht. Auch hier bewegt sich die 12 kg schwere Schwungmasse leicht und leise, wodurch ein gutes Trainingserlebnis garantiert wird. Einstellbar sind 8 unterschiedliche Widerstandsstufen. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein Pulsgurt. So kann neben dem Puls auch exakt gemessen werden, die Distanz, Zeit und Geschwindigkeit. Neben der Ausdauer stärkt das Training auf dem Crosstrainer nahezu alle Muskeln. Daher ist es so beliebt. Verbaut sind Anti-Rutschpedale und praktische Transportrollen. Sollte man also einmal den Crosstrainer verschieben wollen, kann man das damit gut machen. Auch von der Firma Reebok gibt es einen sehr gut verarbeiteten Crosstrainer, der ZR8. Dabei hat Reebok sich bei diesem Crosstrainer von der innovativen Reebok SigTech-Technologie inspirieren lassen und so gerade beim Design den Athleten in den Vordergrund gestellt. Alles wurde für den Athleten optimiert und angepasst, sodass man ein höchst effektives und zugleich angenehmes Training hat. Die Oberfläche des Crosstrainers ist sehr robust. Zudem wirkt der Crosstrainer auch optisch sehr edel. Durch die schwarze Farbe ist er zudem nicht allzu anfällig für Verschmutzungen. Man kann zwischen erstaunlichen 32 Widerstandsstufen wählen, um die für einen passende zu finden. Darüber hinaus gibt es auch noch 12 voreingestellte und 7 individuell einstellbare Programme. Das alles lässt sich praktischerweise über das LCD-Display regeln. Die gesamte Steuerung des Reebok Crosstrainers ZR8 erfolgt elektronisch und der einstellbare Widerstand ermöglicht ein schon fast maßgeschneidertes Training. Sehr gut verarbeitet und von höchster Qualität ist der Crosstrainer Scandica Eleganze Adret. Schon optisch macht dieser Crosstrainer einiges her und ist auf jeden Fall ein Blickfang im Zuhause. Das Design ist im modernen Schwarz gehalten. Zudem wurde der Crosstrainer mit schweißabweisendem Overgrip-Tape versehen, welches mit den grauen Akzenten den Scandica sehr edel wirken lässt. Verbaut ist eine 12 kg schwere Schwungmasse. Insgesamt sind 32 Widerstandsstufen einstellbar und so ist auch der Crosstrainer für jedes Trainingslevel geeignet. Außerdem gibt es insgesamt 15 Trainingsprogramme und sogar einen manuellen Modus, der einem aktiv beim Erreichen der persönlichen Trainingsziele hilft. Weitere Besonderheiten des Scandica Crosstrainers, ein zweiteiliges Kugellager, Heckantrieb und die bereits erwähnten 15 Trainingsprogramme. Wichtige Informationen sind über ein LCD-Display ablesbar. Darunter zählt, wie bei den vorherigen Crosstrainern auch, die Geschwindigkeit, Zeit, Strecke und der Puls. Aufgrund der extra stabilen Konstruktion ist ein Gewicht von bis zu 130 kg möglich. Dank der doch recht kompakten Maße könnte man den Crosstrainer bei Bedarf auch gut transportieren oder verstauen. Weiter geht's mit einem erschwinglichen Crosstrainer, nämlich den Zipro Neon. Auch er ermöglicht, wie die anderen Crosstrainer, ein sehr effektives Ganzkörpertraining. Die Besonderheit dabei ist, dass dieses Gerät zusammen mit professionellen Sportlern entwickelt wurde.
So ist er perfekt abgestimmt und bietet ein höchst effektives Training, welches zugleich auch sehr gelenkschonend ist. Eine Magnetbremse mit einem 8-stufigen Widerstand ermöglicht ein reibungsloses und zugleich leises Training. Auch dieser Cross-Trainer ist für alle Trainingslevel geeignet, egal ob Anfänger oder richtiger Profi. Neben der großen Funktionalität, die der Cross-Trainer hat, bietet er auch ein tolles sportliches Design, welches sehr modern ist. Aufgrund des sehr zeitlosen Designs kann man den Zipro Neon problemlos mehrere Jahre nutzen, ohne dass er alt irgt. Dazu kommt, dass auch dieser Cross-Trainer sehr kompakt ist und sich so sehr leicht transportiere oder verstauen lässt. Abgelesen wird das Training über ein LCD-Display. So kann man ganz leicht seine Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Kalorien und sogar den Puls ablesen. Auch der Profan Cross-Trainer bietet eine tolle erschwingliche Alternative zu anderen Cross-Trainern. Wie andere Cross-Trainer in diesem Test ist auch dieser hier mit einem gut auflösenden LCD-Display ausgestattet. Hier lassen sich ebenfalls alle wichtigen Funktionen ablesen. In einer tollen Übersicht sieht man direkt die Trainingszeit, die Distanz, Kalorien und sogar die Pulsfrequenz. Zudem gibt es auch eine Herzfrequenzsteuerung. So kann man das Training optimieren, indem man die Herzfrequenz mit Hilfe des Widerstands steuern lässt. Dieser Cross-Trainer ermöglicht also ein sehr gutes, effizientes und zugleich digitales Training. Vorhanden sind hierbei 8 Magnetwiderstandsstufen. Durch deren Anpassung kann man in jeder Trainingseinheit die passende Widerstandsstufe finden und vor allem sich von Training zu Training steigern. Das hochwertige 12 kg schwere Schwungrad sorgt für ein flüssiges und fast geräuschloses Training. Vorhanden ist hier ein äußerst absoluter Rahmen. Zum einen ist er daher die Lebensdauer des Cross-Trainers erheblich höher und zum anderen können so auch Personen bis 150 kg den Cross-Trainer benutzen. Auch die Installation gestaltet sich sehr einfach, denn mit der Videoanleitung wird der Aufbau ausführlich erklärt. Ein qualitativ sehr hochwertiger Cross-Trainer ist der Ellipso P. Allein schon von der Verarbeitung merkt man, dass hier mit höchster Qualität gearbeitet wurde. Der Kettler Ellipso P legt großen Wert auf individuelles Training. So kann man aus 12 verschiedenen Trainingsprogrammen das für einen richtige Trainingsprogramm auswählen und unter dem einen von 4 Nutzerprofilen abspeichern. Daher eignet sich der Cross-Trainer auch sehr gut für Familien. Jeder kann sich ganz individuell sein eigenes anlegen. Über einen Drehknopf lässt sich aus 16 verschiedenen Widerstandsstufen wählen. Verbaut ist eine 18 kg schwere Schwungmasse, die für ein sehr flüssiges und geräuscharmes Training sorgt. Darüber hinaus gibt es auch eine motorgesteuerte Magnetbremse. Ein großer Vorteil des Cross-Trainers ist die einfache Bedienbarkeit. Schnell ist das gewünschte Trainingsprogramm eingestellt und man kann direkt starten. Dank der verbauten Transportrollen ist er zudem äußerst mobil. In den Griffen sind integrierte Handpulssensoren, die die Pulsfrequenz messen. Zudem gibt es sogar ein extra Herzfrequenzprogramm. Das war es mit dem Test der 7 besten Cross-Trainer. Wenn ich euch überzeugen konnte, einen der Cross-Trainer zu kaufen, dann klickt gerne auf den Link unter der Videobeschreibung. Falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auch auf eure Kommentare gespannt. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und um weitere keine Videos mehr zu Pixel aktiviert gerne die Glocke. Bis zum nächsten Mal.